Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch meine Neuzugänge und es sind ganz schön viele geworden. Ich habe sehr viele gebrauchte Bücher gekauft, okay, eigentlich so um die 10 Stück, glaube ich, oder so, ja. Weil wir haben ja in Österreich eine App, sie heißt Willhaben und mit der App kann man halt ja, Bücher und alles Mögliche kaufen. Ist so ähnlich wie eBay, nur dass man keine Auktion startet oder so, sondern dass man halt ja, die Person anschreiben kann und man kann sich halt treffen und ja, sowas halt. Also es ist irgendwie viel privater als eBay und auch um einiges besser, weil du keine Provision zahlen musst oder jegliches. Und ja, ich habe eine Frau gefunden, sie hat unglaublich viele gute Bücher gehabt und einige habe ich schon verfehlt. Bei denen war auch Armani dabei. Das Buch suche ich schon seit Ewigkeiten gebraucht, weil ich es irgendwie ja, nicht neu kaufen möchte. Ja, meine Stimme klingt so, weil ich noch immer verkühlt bin, schon seit ja, fast 3 Wochen, deswegen kamen auch keine Videos. Ja, es geht mir zwar immer noch nicht zu 100% ganz gut, aber ja, ich kann nicht Ewigkeiten nur rumsitzen und nichts tun, deswegen habe ich mich dazu entschlossen, jetzt schon ein bisschen ja, anfangen zu aufzunehmen, genau. Ich würde sagen, wir fangen auch mit den gebrauchten Büchern, die ich bei der Frau gekauft habe. Es waren 10 Stück. Ich habe insgesamt 20 Euro dafür gezahlt. Und welche das sind, ja, das kommt jetzt. Das habe ich von ihr Darkwood gekauft. Das habe ich auch schon Ewigkeiten auf meiner Wunschliste. Und endlich, ja, ist es weg. Das Cover, also ich habe das Cover schon oft angeschaut, aber jetzt, wo ich zum 5. Mal ungefähr drauf schaue, sehe ich noch mehr Sachen, die ich vorher nicht gesehen habe. Ich zeige es euch ein bisschen im Nahen. Ja, also hier gibt es ein ganzes Gesicht, dann sind hier noch Menschen drauf und voll gruselig. Es soll angeblich ein Horror-Thriller sein. Hier steht sie auch unten drauf. Ich weiß aber nicht genau, was es so geht, beziehungsweise ich habe es vergessen. Aber ich freue mich auf die Geschichte und möchte eigentlich gar nicht so viel mehr erfahren, weil bei Thriller ist es oft so, dass man sich sehr spoilert. Ich weiß, dass es hier nur im Camp geht und das ist auch schon alles, was ich weiß. Als nächstes hätte ich hier ein ewiger Schuld und das Buch ist gar nicht mal so alt. Ich weiß, dass das Buch gar nicht mal so alt. Ich glaube, das ist sogar von 2017 oder 18. Ja, 2017. Ich weiß, dass viele das Buch gefeiert haben. Hier geht es um eine Frau, die bei der ein Soldat ist, Navy ist, keine Ahnung. Und ihr Mann auch, doch der wird irgendwie getötet. Und die beiden haben ein kleines Kind. Ich glaube, es ist eine Tochter. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube, es ist eine Tochter gewesen. Und ja, die Mutter kehrt zurück und nach der Beerdigung von dem Vater entschließt sie sich, eine Nanny anzuheuern und hat auch eine Nannycam und irgendwann mal schaut sie sich die Aufnahmen an und sieht dann ihren Mann, der eigentlich tot ist. Genau. Und das ist auch schon alles, was ich weiß, war. Pilotin ist sie ja. Pilotin bei der Ex-Militär. Auf jeden Fall freue ich mich auf das Buch, vor allem weil es ein neues Buch ist und ich habe dafür nur 2 Euro gezahlt, also richtig gut. Jetzt habe ich ein Buch, das ich auch Ewigkeiten suche und das ist Mind Games von Terry. Ja, also ich finde das Cover einfach schön mit dem Schmetterling und das Buch ist, ja, es steht so lange auf meiner Wunschliste. Ich weiß hier nicht, was es geht. Ich weiß, dass es hier um mehr Hightech geht, um eine digitale Welt, soweit ich mich noch erinnern kann. Ja, mehr will ich auch gar nicht wissen. Hier steht aber da, das ist der neue Zukunftsthriller vom Bestseller-Autor Terry Terry. Okay, das ist eigentlich anscheinend auch ein Thriller. Ja, ich freue mich drauf. Als nächstes habe ich ein Buch, das habe ich schon gelesen, aber ich wollte es trotzdem mitnehmen. Und zwar ist das Totenfang von Simon Beckett. Wie gesagt, ich habe das Buch schon gelesen, aber schon länger her. Und ich wollte es mir eigentlich ursprünglich als Taschenbuch holen. Das werde ich auch irgendwann mal machen. Aber so lange ja, werde ich das Buch halt hier haben. Deswegen kommt dieses Buch auch nicht in meine Sub. Ja. Ich denke, die meisten kennen Simon Beckett und die Reihe von David Hunter. Ja, ich finde, der Teil war persönlich für mich einer der besten Teile überhaupt, weil hier geht es vielmehr um die Ermittlung und auch um David Hunter, der ja ein Pathologe ist. Und
Ich weiß nicht, mir hat das Programm sehr gut gefallen und ja. Totenfang. Mir fällt gerade ein, dass ich sehr viele Thriller gekauft habe. Und es waren noch viel mehr Bücher dabei. Leider waren auch viele weg und sie hat auch Bücher, wie Amani hätte sie für 3 € verkauft zum Beispiel. Oder Skype, keine Ahnung, hätte sie auch für 3 € verkauft. Und ich denke mir, oh, Wahnsinn. Aber als ich mich mit der Frau getroffen habe, hat sie halt gesagt, sie kriegt niemals für die Bücher das Geld, was sie eigentlich wert sind. Und es ist auch wirklich so. Ich verkaufe auch hin und wieder mal Bücher, die neu sind teilweise und die ich nur einmal gelesen habe, aber trotzdem wollen die Leute dann, keine Ahnung, nicht die 4 € zahlen, die ich dafür möchte, sondern dann sagen sie ja 1 € oder so oder 2. Ich denke, das haben viele, viele, viele. Und ja, und bei Rebuy oder so zu verkaufen, lohnt sich teilweise überhaupt nicht, wenn es Bücher, die älter sind. Es lohnt sich einfach gar nicht. Man kriegt teilweise 10 Cent für ein Buch, wo ich einfach denke, weißt du was, die Entsorgung kostet mehr als das. Oder das Versenden ist teurer, als ich jetzt Geld bekommen würde. Ich finde das sehr, sehr, sehr schade, aber irgendwann mal haben Bücher einfach keinen Wert und das ist halt sehr traurig, was ich persönlich finde. Und ich glaube, viele der Booktuber oder allgemein Bücherliebhaber sind auch derselben Meinung. Ja, jetzt geht's weiter. Black Memories ist auch ein Buch, das ich sehr lange auf meiner Wunschliste habe und ich finde auch das Cover eigentlich super interessant. Ich habe auch nicht viel von diesem Buch gehört. Ich glaube nie. Also ja, es geht hier um eine Ärztin, die jedes Detail ihrer Ausbildung erinnern kann, aber nicht an ihren Namen und auch nicht an das Verbrechen, das sie begangen haben soll. Genau, mehr will ich auch gar nicht wissen und ja, wenn ich es gelesen habe, werde ich euch darüber berichten. Dann mal Nasenspray, weil das geht gar nicht. Und weiter geht's mit dem nächsten Thriller. Dead End von Sharon Bolton. Zuerst habe ich gedacht, dass es ein englisches Buch ist, ist es aber nicht. Das ist mein drittes Buch von Sharon Bolton. Liebt sie sich, habe ich letztes Jahr oder vor 2 Jahren, irgendwie so, ich glaube vor 2 Jahren, 2016 kam raus, gelesen und das fand ich ja so mega gut. Dann habe ich mir die Autoren mal angeschaut und mir gedacht, ich werde jetzt jedes Buch, was von ihr schon erschienen ist, mal lesen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo bestellen wollte, sei es Medium Ops oder Rebuy, waren die Bücher sehr teuer und ich habe mir gedacht, nee, ich warte jetzt noch ein bisschen, weil ich immer noch nicht ganz sicher bin, wie gut die Autorin schreibt, wie gut sie Thriller schreibt. Denn es ist oftmals so, wenn da ja Er liebt mich nicht sehr neu war, also ist ihr Schreibstil auch mehr entwickelt als die Vorgänger von ihr, habe ich halt ein bisschen Angst gehabt, dass es mir nicht gefällt. Aber ich finde allein das Cover ist einfach so cool, wirklich mit einer Frau, die da steht und das erzeugt schon so richtig einen Gruselfaktor. Ja, in der Geschichte geht es darum, dass 20 Frauen in den letzten 5 Jahren Selbstmord begangen haben und die Polizei vermutet, dass das Ganze alles zu einen Zusammenhang hat. Ja, ich glaube, das war gut Deutsch. ja, auf jeden Fall versucht die Polizei herauszufinden, was da vorgeht. Und anscheinend ist die Universität Cambridge ja verdächtig, dass irgendwas nicht ganz mit rechten Dingen läuft. Das ist zumindest das, was ich so ein bisschen jetzt noch so in Erinnerung habe. Ganz sicher bin ich mir natürlich nicht, aber ich lasse mich immer überraschen. Und ja, hier steht, Sharon Bolton gibt dem Krimi-Genre ein ganz neues Gesicht. Ich hoffe, dass es nicht ein Krimi ist, weil ja, ich mag keine Krimis. Aber es steht Thriller da, also. Noch ein weiterer Thriller ist Saving Grace. Und Leute, ich bin schon seit auf Seite 233 oder so. Und boah, also wirklich, das ist ein Psycho-Thriller und er ist wirklich ein Psycho-Thriller. Hier geht's. Wie soll ich es euch am besten erklären, ohne euch viel zu spoilern? Ich glaube, das kann ich am besten machen, wenn ich den Klappentext durchlese. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich mag das eigentlich auch nicht, aber oftmals kommt man einfach nicht drum herum. Jackson, das perfekte Paar. Die 33-jährige Grace ist warmherzig, liebevoll, bildhübsch. Jack sieht gut aus, ist charmant und kämpft renommierter Anwalt für die Rechte misshandelter Frauen. Aber sollte man Perfektion jemals trauen? Warum zum Beispiel kann Grace auf Dinnerpartys so viel essen und nimmt doch niemals zu? Und warum umgibt ein hoher Zaun das wunderschöne Haus der beiden? Doch wenn Grace anfängt, danach fragen. Nein. Doch wenn man Grace danach fragen möchte, stellt
man fest, dass sie nie allein ist, denn Jack ist immer, wirklich immer an ihrer Seite. Ja, das sagt uns schon etwas über die Geschichte, über Grace, und man fiebert mit der Frau und ich weiß nicht, wie es ausgeht. Ich hoffe, ich weiß es nicht, was ich hoffe. Schaut euch das Buch wirklich an. Es ist erstmalig klasse geschrieben, wirklich. Man, ich finde, man bekommt sehr viel mit und möchte das Buch irgendwie am liebsten weghauen und dann fiebert man doch mit der Protagonistin mit und dann will man das Buch nicht weglegen und dann, ich weiß nicht, das ist wie ein Thriller, bei dem du mitdenkst, aha, der ist der Mörder, nur halt ein bisschen anders. Und man denkt sich einfach, ja, Grace, mach doch mal das oder versuch mal dies. Und ja, also mehr möchte ich euch nicht verraten. Es ist halt, ja, mehr möchte ich wirklich nicht verraten. Schaut euch wirklich das Buch an, es ist wirklich klasse. Ein weiterer Thriller, weil ich ja nicht genug davon habe, ist von John Katzenbach, Die Grausamen. Und darüber habe ich auch schon ein bisschen was erfahren. Und Leute, das Buch kostet in Österreich 17,90. 17,90. Und es ist ein Taschenbuch. Okay, es ist eine Broschüre, aber boah, 17,90. Also, ja, da war ich ein bisschen baff. Und ich habe für das Buch nur 2 Euro bezahlt. Also, ja, also, einfach nur krass. Hier geht's um ein 13-jähriges Mädchen, das oft ihre Freundin besucht und nie irgendwas beim Heimweg passiert ist. Doch eines Tages kehrt Tessa nicht mehr zurück. Ja, die Polizei wird aufmerksam und anscheinend merken die beiden Ermittler, dass mehr Kinder verschwunden sind als Tessa. Und ja, hier geht's anscheinend um ein... Ja, ich weiß nicht, also wenn ihr das auf dem Bild erkennen könnt, könnt ihr euch vielleicht ein bisschen denken, um was es halt so gehen wird, dass die Ermittler auf etwas stoßen, was nicht nur eine kleine, also nicht nur eine Entführung ist, sondern etwas viel Gewaltiges und viel, viel größer und mehr Macht hat, als, ja, als sie es erwartet haben. Und der Autor ist ein Amerikaner. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass er ein Deutscher ist, aber anscheinend nicht. Ich merke wirklich, dass ich fast alles nur Thriller gekauft habe und es ist schon wieder eine da. Also Schuld bist du von Jutta Maria Hermann und das ist eine deutsche Autorin. Ich bin gespannt, wie mir die Geschichte von ihr gefallen wird, weil ich mit den deutschen Autoren nicht so gut klarkomme, die Thriller schreiben. Ich habe auch Sebastian Fitzek gelesen und ich finde, er schreibt nicht zu vergleichen mit Simon Beckett oder Chris Carter oder Cody McFadden und ja, das merkt man auch schon sehr. Auch wenn mir das Paket eigentlich gut gefallen hat, war es niemals so gut wie ja, viele anderen amerikanischen Bücher. Ich weiß wirklich nicht, woran das liegt, aber es ist einfach so Fakt so. Das Buch habe ich auch schon sehr, sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste und ich weiß schon gar nicht mehr, was es geht. Ich habe einfach nur, ja, wie ist es denn also oft, dass man einfach was kauft und vergisst, was man gekauft hat. Schuld bist du. Mit Blut ist diese Botschaft an eine Fensterscheibe geschmiert. Als der Journalist Jakob Auerbach von einer Dienstreise in seine leergeräumte Wohnung zurückkehrt, von seiner Lebensgefährtin Anne und der kleinen Tochter Mia fehlt jede Spur. Auf der Suche nach ihnen hetzt er durch die nächtlichen Straßenschluchten von Berlin, ohne zu ahnen, dass er selbst der Gejagte ist. Irgendwie erinnert mich das an Noah. Und ich fand Noah nicht so gut. Das war, ja, es war ganz okay, aber ich glaube, ich bin einfach kein Mensch oder keine Leserin, die so Verschwörungstheorien oder sowas mag. Ja. Mal schauen. Wenn nicht, kann ich es dir noch weiter hergeben oder so. Das letzte Buch, was ich von der Frau gekauft habe, ist, ja, kein Thriller. Es ist Im Herzen die Rache und von Elisabeth, mein Gott, Miles. Das Buch ist so ähnlich wie Pretty Little Liars. Hier geht es auch um eine kleine Vorstadt und um Frauen. Und ja, ich lasse mich da komplett
mich hineinfallen. Ich freue mich auf die Geschichte. Es ist schon lange her, dass ich sowas ähnliches wie Pretty Little Lies gelesen habe. Okay, in Wirklichkeit habe ich noch nie was gelesen, was damit ähnlich ist oder so. Es gibt ja auch von der Autorin, die Pretty Little Lies rausgebracht hat, unglaublich viele ähnliche Bücher, aber ja, irgendwie habe ich nie das Verlangen dazu gehabt. Aber die Geschichte hat mich sehr angesprochen, habe ich auch schon länger auf meiner Wunschliste gehabt und jetzt habe ich es. Das waren meine 10 Bücher, die ich bei der Frau gekauft habe. Wie gesagt, ich habe 20 Euro bezahlt. Ich bin glücklich. Ich hoffe, die Frau verkauft noch mehr Bücher, die mich interessieren, weil ja, ich habe wirklich viel, viel, viel Geld gespart. Als nächstes würde ich sagen, kommen wir zu meinem Avel Unpacking. Ja, dass ich kein gedreht habe, aber das war halt ein Unpacking. Also ja, ich habe bei Avel bestellt so. Ich habe mir da einen Schuber gekauft von Dark Elements. Hier seht ihr gerade nur 3 Bücher und hier ist das 4. Weil ich gerade dabei bin, das zu lesen und das nicht reinkriege. Genau. Ja, Dark Elements, hier geht es um um die Protagonistin Layla. Und Layla ist ein Gargoyle, so hatte ich es verstanden ab. Ja. Sie ist halb Wächter und halb Dämon oder sowas. Ja, ich glaube Dämon. Ja, Dämon war das. Genau, und ja, mehr habe ich jetzt noch nicht so wirklich erfahren. Also ja, ich hinke auch hinterher, weil es eine Leserunde ist. Ich hoffe, du verzeihst mir. Mitbestellt habe ich mir, wie programmiert man Liebe? Da sieht man auch das Avel-Zeichen. Ja, so. Genau, also ich finde die echt cool und ich habe irgendwie alle meine verloren. Ja, das Buch hat mich mal angesprochen, das ist schon länger her und ich habe mir einfach gedacht, nehme ich es mit. Normal wollte ich mir einfach nur den Schuber bestellen. Ich kam, glaube ich, nicht über die 25 Euro oder so oder 20 Euro und deswegen habe ich mir noch ein Buch mitgenommen. Ja, bin ich sehr gespannt. Ich liebe ja den Lux Verlag sehr und das sieht auch ziemlich cool aus. Vielleicht ist es eine nerdige Geschichte und das habe ich auch noch nie gelesen und freue mich auch darauf. Ja, das letzte Buch, das ich ertauscht habe, weil ich ja viele meiner Bücher, wer mein Unhaul-Video gesehen hat, der weiß ungefähr, wie viele Bücher es waren, aussortiert habe. Und dann habe ich mir gedacht, ja, eine Frau hat mich angeschrieben und hat gemeint, ja, ich hätte Interesse an den Büchern, was machen wir? Ja, wir haben ausgemacht, ein Tauschpaket zu machen und ich habe auch ein Buch von ihr bekommen und mittlerweile denke ich mir, ach Gott, wieso hast du nicht einfach das Geld genommen? Weil ich mir einfach denke, ich weiß niemals, ob ich das Buch anfangen werde, geschweige denn zu Ende lesen. Sie hat mir 2 geschickt, ich habe ihr 3 und sie hat mir noch zusätzlich Geld überwiesen, genau. Ja, ich rede von Ken Follett, Sturz der Titanen. Das Buch ist noch eingeschweißt, ich glaube, es ist aber ein preisreduziertes Mängelexemplar, weil das Buch hat davor 28 Euro gekostet und wurde dann im Verkauf für 23 und ja. Das ist ein richtig dickes Buch, Leute, und das ist ein historischer Roman und das ist ein Auftakt einer Reihe und mehr weiß ich nicht darüber. Also es hat mich schon sehr angesprochen und es geht um Europa 1914. Ich werde wirklich versuchen, das Buch zu lesen, weil ja Paddy Love Books auch diesen Hashtag, ich glaube Hashtag nennt man das, Make Histo Sexy, irgendwie sowas, auch ins Leben gerufen hat und das hat mich schon sehr interessiert. Ich habe auch hin und wieder ja, historische Romane gelesen, auch von Lucinda Riley habe ich was gelesen und auch so hin und wieder etwas und es interessiert mich schon, aber ich habe einfach Angst, dass ich mit den Schreibstilen nicht ganz klar komme, wenn ich gleich mit dem Buch anfange. Und ich werde es trotzdem mal versuchen. Vielleicht liest es ja jemand mit mir zusammen. Ja, jetzt kommen die Bücher, die ich neu gekauft habe. Und ich würde sagen, wir fangen einfach an mit Young Elites, die Herrschaft der weißen Wölfin. So. Über das Buch möchte ich jetzt nicht viel reden, weil ich das so gut wie in jedem zweiten Video gesehen habe bis jetzt. Ja, es geht um Young Elites. Das ist der 3. Band. Ich habe die Reihe jetzt beendet im März und ich mache darüber auch eine Reihenvorstellung.
Und ja, es geht halt um Adelina und das ist ein historischer Fantasy-Roman und Adelina bekommt Kräfte und ja, also schaut euch wirklich mal eine Rezension an. Ich glaube, alle kennen fast schon Young Elites. Auch was ich eigentlich für den März bekommen habe, war Spinnenherz. Das ist der 9. Teil der Elemental-Assassin-Reihe und ich liebe sie ja so. Ich wollte sie ja ursprünglich auch gleich im März anfangen zu lesen, aber irgendwie konnte ich mir nicht wirklich übers Herz bringen, weil das ist das letzte Buch. Das ist erst kurz erschienen im März. Im 1. März ist es erschienen, da habe ich es auch bekommen. Und ja, und ihr wisst ja, wenn ihr eine Reihe so sehr liebt und das ist das letzte Buch der Reihe, dann möchtet ihr es am besten, solange es geht, aufheben. Und das ist auch so, weil am 1. September kommt der 10. Band raus. Und ja, ich werde aber trotzdem schauen, dass ich es so schnell wie es geht durchlese. Wer die Reihe nicht kennt, sollte sich das wirklich mal anschauen. Ich möchte auch darüber eine Reihenrezension. Möchte ich auch eine Reihenbuchvorstellung machen, weil ich finde die super, super gut. Es ist ja eigentlich so, dass 1 bis 5 die erste Staffel in der Art ist. Und dann geht es halt weiter. Ja. Hier geht es um Jean Blanco. Und Jean Blanco ist eine Auftragsmörderin, die in einem. Ja, die einfach Aufträge bekommt, um zu morden. Bei ihrem letzten Auftrag geht etwas richtig doll schief und sie muss mit den Konsequenzen leben. Im Grunde geht es hauptsächlich darum, dass Jean Blancos Mutter und ihre Geschwister umgebracht wurden von einem Elementar, von einem Magier. Und ja, Jean versucht, den Mörder ihrer geliebten Familie zu finden. Darum geht es hauptsächlich in dem Buch und ja, es ist halt Fantasie, es ist eine Reihe für Erwachsene, weil hier geht es viel um Liebe, es geht um Sex, es geht, ja, man alles so halt braucht und ich liebe diese Reihe. Als nächstes habe ich mir von Neil Schusterman den zweiten Band bestellt, beziehungsweise ich habe es bei Thalia gekauft, ist ja auch egal. Ich habe den ersten noch nicht gelesen. Eigentlich wollte ich das mit jemandem zusammenlesen, bin mittlerweile aber nicht mehr sicher, ob wir das jetzt doch noch besprochen haben, dass wir es zusammenlesen oder nicht. Ich weiß es nicht, ich werde die Person auf jeden Fall mal nochmal fragen. Wenn nicht, werde ich mir auf jeden Fall den ersten Band ja, anfangen, dann schon demnächst zu lesen. Mit gut Glück bekommen wir Anfang 2019 den dritten und den letzten Band, denn das ist ja eine Trilogie, soweit ich es verstanden habe. Ich hoffe, das bleibt auch dabei. Ich freue mich auch auf die Geschichte, denn ich finde die Cover mega schön und ja. Zum Buch, das ich auch schon fast fertig bin, und zwar Cold Princess von Vanessa Sanguin. Ich hoffe, man spricht sie aus, keine Ahnung. Darüber, das Buch hat einen mega Hype schon bekommen und ja. Ich finde es eigentlich auch richtig gut, aber irgendwie auch richtig verstörend. Und ja, es macht voll süchtig. Hier geht es um eine Mafia-Familie und der Boss der Familie ist eine junge Frau, die ja Mitte 20 ist. Und um ihren Wächter, denn die beiden können nicht wirklich die Finger voneinander lassen. Und dazu muss sie ein großes Imperium leiten und darf nicht schwach wirken. Und ja. Also, ich möchte nicht davor zu viel erzählen, weil sonst spoilere ich euch wirklich, wie es war, wird es im Lesemonat erfahren. Habe ich mir ein Buch gekauft, weil ich so süchtig nach der Reihe war. Ich habe 1 bis 3 in einem Monat komplett verschlungen. Und dann dachte ich mir, hey, weißt du was, du wirst sofort den vierten Band auch gleich hinterher lesen. Und im Endeffekt liegt es noch da. Und das ist jetzt schon 2 Wochen her, dass ich es gekauft habe. Und zwar rede ich von Paper Passion, das Begehren. Ja, normalerweise ist es so, dass 1 bis 3 ja schon abgeschlossen sind. Das ist eine Reihe, da geht es um, ja, um die zwei Protagonisten, Ryden und Ella? Lena? Elena? Ella? Irgendwie so. Ich habe ihren Namen schon vergessen. Ich und Namen bin echt nicht gut zu reden. Was ich mir gut merken kann, sind Gesichter, aber Namen nicht so doll. Oder Geschichten allgemein kann ich mir sehr gut merken, aber halt die Namen nicht. Zum Easton, und ich muss euch sagen, ich fand Easton eigentlich richtig klasse von all den Brüdern, und es gibt 5,
War eher für mich so am spannendsten. Ich meine, ja, die Geschichte zwischen den Vorgängern war auch super cool. Es hat mir sehr gefallen. Natürlich war nichts davon realistisch und keine Ahnung was. Aber es ist New Adult, man muss es wirklich mal respektieren. Und das Buch hat mich süchtig gemacht. Und ich habe es in einem Monat, zwei, drei Wochen, alle drei Teile durchgelesen. Das heißt doch schon etwas. Ja, und hier geht es um Ethan und es kommt eine neue Schülerin in die Klasse und sie ist diejenige, die nichts von ihm möchte und das spornt ihn halt dazu an, dass er sich mehr Mühe gibt, sie zu umgarnen. Das ist auch alles, was ich schon weiß. Der fünfte Teil kommt auch schon bald raus, worüber ich mich auch sehr freue. Ich hoffe, bis dahin werde ich den Teil auch fertig lesen. Es gibt ja noch den 3.5 Teil, den werde ich mir wahrscheinlich, wenn dann, gebraucht irgendwann mal ganz günstig kaufen, weil das Buch hat nur 208 Seiten und ich, ganz ehrlich, 208 Seiten und da wollen die 12 Euro oder so. Nein, danke. Den Fehler habe ich bei Cold Road City gemacht. Das Buch hatte auch 250, 60, 70 Seiten und hat 12 Euro irgendwas gekostet und ja, im Endeffekt war ich dann echt enttäuschend. Und ich habe auch schon von vielen gehört, dass die Geschichte um Gideon, also der 3.5-Teiler, gar nicht so gut sein sollte, ja. Und deswegen habe ich mich entschlossen, wenn ich das Buch kaufe, dann nur gebraucht. Ansonsten die nächsten Teile, die kommen werden, auf jeden Fall neu, weil ich bin echt für die Reihe. Ich bin zwar echt spät in den Zug eingestiegen, aber ich bin so begeistert und ich liebe die Reihe. Ich frage mich nur, warum ich nicht den vierten Zeit habe. Aber wir kennen es ja alle. Ja, ihr werdet sehen, ich habe öfters den Fehler gemacht, dass ich Bücher neu gekauft habe und dann nicht den Bock hatte. Ich werde dazu bald mein Try-a-Chapter-Video machen, wo ich einfach fünf Bücher anfange und dann bei einem bleibe. Ich hoffe, das klappt. Ich hoffe, dass ich gesundheitlich jetzt wieder ein bisschen fitter sein werde, weil es nervt, 3 Wochen krank zu sein. Also jetzt sind es 2 Wochen und 2 Tage. Ja, egal. Dann auch eine neue Reihe, die ich auch meine Vorstellungen gezeigt habe. Und zwar ist es Palace of Glass, die Wächterin. Das ist der erste Band. Alle 2 Monate kommt der Folgeband raus. Es ist eine dreiteilige Reihe. Es ist eine Dystopie. Und ja, hier geht es um eine Protagonistin, die als einziger, glaube ich, angefasst werden kann. Ich glaube, das Buch muss ich wirklich nicht viel sagen, denn gefühlt jeder YouTuber, der über Bücher redet, hat dieses Buch vorgestellt. Sei es in Neuzugängen, in Lesemonaten, in Neuerscheinungen, in allem drum und dran. Aber falls ihr das Buch trotzdem noch nicht gehört habt, irgend nichts von diesem Buch gehört habt, dann sind alle Bücher wie immer unten verlinkt und schaut einfach mal rein und ja. Das ist auf jeden Fall eine Reihe, die sie vor True North geschrieben hat und ich glaube, das sind sogar 8 Bände oder sowas. Im Englischen, was draußen sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall geht es hier geht es um die Protagonistin namens Corey. Ich hoffe, man spricht sie so aus. Die im Rollstuhl sitzt und ja, dann kommt ein junger, sexy Eishockeyspieler, der sich das Bein gebrochen hat und die beiden teilen sich, ja, wohnen gegenüber, einfach eine Tür gegenüber, im Wohnheim, im selben Wohnheim. Und irgendwie kommen die sich ein bisschen näher und ja, Corey ist die Einzige, die Adam versteht. Und das erste Problem, was sie haben, ist, dass Adam eine Freundin hat. Und er liebt sie eigentlich auch. Und ja. Und das zweite größere Problem ist, wie geht er mit dem um, dass Corey im Rollstuhl sitzt? Und wir wissen noch nicht, es steht zumindest nicht da, ob ja, ob Corey für immer im Rollstuhl sitzen bleibt oder ob es jetzt nur ein Unfall war oder irgendwas. Es steht auf jeden Fall nicht da. Und diese Geschichte, als ich das gelesen habe, das habe ich auch in meinen Neuerscheinungen mit vorgestellt, bin mir ziemlich sicher. Ja, diese Geschichte fasziniert mich irgendwie, weil ich einfach denke, da haben wir eine Protagonistin, die ein Handicap hat und das ist jetzt nicht etwas, was sehr leicht und locker ist. Es ist etwas, was Schlimmes und schwer ist und ja, ich bin ziemlich, ziemlich gespannt, wie das Ganze nun ausgeht. Ich weiß aber auch gar nicht, ob der zweite Band zusammen mit dem ersten verknüpft ist oder ob das dann eine einzelne Geschichte ist und im zweiten Band geht es um andere Protagonisten. Ich weiß es nicht, ich lasse mich auf jeden Fall da überraschen. Das letzte Buch für dieses Video ist
Glanz der Dunkelheit von Mary E. Pearson. Das ist der vierte Band, ursprünglich eigentlich der dritte im Englischen. Wir wissen ja alle, dass das, ja, egal, darüber will ich gar nicht weiterreden. Ich wollte eigentlich im März den dritten Band lesen und ich habe im März wirklich, wirklich viel gelesen, aber irgendwie habe ich es nicht geschafft, den dritten Teil anzufangen. Irgendwie habe ich dann immer zu anderen Büchern gegriffen und ja, doch. Nun ist es soweit, jetzt habe ich den vierten Band auch hier und jetzt wird es wirklich Zeit, dass ich die Reihe beende. Dann muss ich auch ehrlich zugeben, habe ich wirklich viele Reihen in den ersten Quartal beendet. Dazu gibt es auch ein separates Video, wo ich dann über meine Ziele oder meine, ja, ob ich sie geschafft habe oder nicht, reden möchte. Genau. Viele kennen ja die Reihe, wie heißt sie denn, die Chroniken der Verbliebenen. Genau, und da geht's ja, der Kuss der Lüge ist der erste Band, der war ja so gehypt und viele, viele haben nach dem ersten Band abgebrochen, die Reihe zu lesen, die anderen nach dem zweiten Band und einige sind auch dabei geblieben und ich bin auch dabei geblieben. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen, denn das ist wirklich viel Geld. Ja, 18,50 € habe ich jetzt gezahlt und die anderen Teile auch und ja. Ja, im ersten Band geht es darum, dass Lia, oder wie heißt sie? Mein Gott, das ist, ja doch, Lia. Boah, richtig geraten, Wahnsinn. Obwohl, ich habe es nicht geraten, ich habe es gewusst, aber egal. Ja, auf jeden Fall geht es um Lia und kurz bevor sie heiraten muss von ihren Eltern, also zur Zwangsehe, wie immer, flieht sie mit ihrer Zofe und ja, in einem kleinen Dörfchen versucht sie sich, ja, ein neues Leben anzufangen und arbeitet bei einer Bierschenke. Dort lernt sie zwei junge Kerle kennen. Der eine ist der Kronprinz, der weiß, dass sie die Prinzessin ist und sie natürlich nicht. Und der zweite Junge ist ein Auftragsmörder, der sie eigentlich fangen muss und töten muss. Man weiß im ersten Band nicht, wer ist und ich war einer derjenigen, die es auch nicht wusste. Erst als es dann alles schon aufgeklärt wurde und da wusste ich, aha, okay, jetzt verstehe ich es. Aber davor wusste ich nichts und ich muss auch ehrlich sagen, ich finde das gut. Es hat mir sehr gut gefallen. Der zweite Band hatte seine Höhen und Tiefen. Es hatte fast 400 Seiten oder so und es waren oft viele Sachen dabei, wo wir dachten, boah, bitte, das kann man auch wirklich verkürzen und den dritten Band dann dafür alles in einen Verein, aber okay, ist auch egal, denn gefühlt hat sie im zweiten Band einfach alles bereist und kam nicht zum Punkt. Auf, ja, kurz zusammengefasst. Jedenfalls habe ich mich trotzdem damals beschlossen, dass ich die Reihe beende, weil der Schluss wieder mal geil war. Ja, egal. Das waren meine Neuzugänge für den Monat März. Es sind sehr viele, ich will gar nicht zählen, wie viele es sind. Aber ja. Für 20 € 10 Bücher zu kaufen ist immer ein Stäbchen. Dadurch, dass ich auch sehr, sehr, sehr viel ausgemistet habe und auch sehr vieles verkauft habe, finde ich es gar nicht so schlimm. Ich habe auch Spiele verkauft, teilweise sehr viele Wii U Spiele von mir und von meinem Freund. Und ja, dadurch konnte ich mir ein paar Bücher neu kaufen und ja. Die Tage kommt auch noch ein nächstes Unhaul-Video, da sind glaube ich um die 30 Bücher, was nochmal wegkommen. In ein paar Tagen kommt noch ein Unhaul-Video, wo noch mehr Bücher weggehen und ich auch schon jemanden habe, der sie mitnimmt an diesem Wochenende und da kriege ich auch ein bisschen Geld zusammen und mit dem Geld werde ich mir auf jeden Fall mal was bei Mediamarkt bestellen oder Rebuy. Mal gucken, wer mehr hat oder wo das bessere Angebot ist. Genau. Jetzt habe ich wirklich genug geschwafelt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass meine Stimme nicht ganz meine ist. Es geht leider wirklich nicht anders. Aber ich wollte trotzdem mal wieder ein bisschen aufstehen, weil dann fühlt man sich gleich ein bisschen besser, wenn man was macht, anstatt die ganze Zeit nur im Bett rumzuliegen. Ja, meine Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Meine Frage wie immer an euch, habt ihr einen dieser Bücher gelesen? Wenn ja, dann lasst mich doch gerne wissen, wie ihr es so fandet. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!